Ja gut, willkommen jetzt zu unserem neuen Video hier auf dem Let's Play School Kanal. Heute machen wir ein kleines Smash-Turnier in Smash Ultimate mit 14 Teilnehmern. Dadurch seht ihr ja auch hier, jetzt sind zwei Bots. Also wir werden jetzt mit 14 Teilnehmern spielen und da wir nicht genug haben für ein 16er Turnier, sind leider zwei Bots dabei. Ja. Ja, das Turniersystem ist Best of One, jedes Match. Im Finale spielen wir dann Best of Three und möge der Beste gewinnen. Exakt. Ich würde sagen, dann starten wir direkt das Turnier. So, und let's go. So, das erste Match ist ein Bots-Match, das werden wir erstmal skippen, weil zwei Bots sich anzugucken ist, glaube ich, nicht das Allerspannendste. Im ersten richtigen Match spielen dann gleich André gegen Maxi. André spielt hier King K. Rool und Maxi ist mit Ike unterwegs. So, die Spieler machen sich jetzt bereit, wählen ihre Charaktere auf. Und jetzt einer muss auf Plus drücken, bitte. Genau. Und da geht's auch direkt los mit dem ersten Match. King K. Rool gegen Ike. Maxi, ich bin gespannt. André. Exakt. Nur mal kurz zu der Stage-Auswahl. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, erstmal nur Battlefield-Stages zu nehmen, damit es auch konstant ist im ganzen Turnier. Und da wir auch empfinden, dass Battlefield-Stages auch sehr, sehr schönes Layout haben. Bisher noch recht ausgeglichen. Ja, beide sind auch so ein bisschen zurückhaltend. Und Maxi wagt die erste Offensive. Er holt sich um Maxi die ersten Prozente, aber King K. Rool schlägt zurück mit seinen sehr starken Angriffen. King K. Rool auch sehr, sehr viel mit der Krone unterwegs. Probiert Maxi da ein bisschen zu nerven. Maxi charge. Und André kann ausweichen. Abby trifft nicht richtig. Ja, er hat sich die Krone wiedergeholt, kann jetzt wieder Maxi weiter mit der Krone ein bisschen auf Abstand halten. Aber Maxi probiert es nochmal mit dem Upsmash, mit dem Upbeat, der hat leider nicht ganz connected. André versucht noch weiterhin auszuweichen. Ja, André war bisher mit einem relativ, ich würde schon sagen, passives Spielstil, auch mit der Krone zusammen. Also er ist sich da auf jeden Fall bewusst, dass er wahrscheinlich nicht ganz so viel schafft, wenn er direkt in Maxi reinrennt. Und das wäre fast der erste Stock von Maxi gewesen. Aber er kann sich noch retten. Okay. André hat ja jetzt keine Lust, nochmal offstage irgendwas zu machen, sondern probiert lieber ein bisschen auf der Stage zu bleiben. Oh, da kommt Maxi mit dem Abbi. Haut da King K. Rool auch schon fast raus und holt sich die Krone und. Sehr schönes Manöver an der Stelle. Der Punish nach dem Abbi von King K. Rool saß auf jeden Fall gut. Oh! Und da hat King K. Rool leider Maxi mit der Armor geblockt. Sehr gut gemacht von André an der Stelle. Auch noch mit 180% hält. Oh, und André, das war's für André. Wir spielen übrigens, jeder Charakter hat 3 Stocks, also ja, wer dreimal rausgeflogen ist, hat verloren. Exakt. Und Maxi führt jetzt hier mit noch 3 Leben. Ja, zusätzlich haben wir auch noch ein Zeitlimit von 7 Minuten. Wir haben uns einfach an den offiziellen Competitive Smash-Regeln orientiert. Maxi ist jetzt ein bisschen auf der Stage und King K. Rool schafft es gerade nicht ganz wieder zurückzukommen. Jetzt hat er wieder so ein bisschen Pressure auf der Stage wieder. Und King K. Rool schon wieder auf 130%. Ja, und Maxi immer noch Smash mit, könnte es den Finish geben. Maxi immer noch mit 3 Läden am Start. Oh. Und das war das zweite Leben für André. Damit 1-3 in Leben für Maxi. Ah, Maxi ist auch auf jeden Fall jetzt kurz vorm Rausfliegen. Und das war es jetzt für Maxi. Sehr schön mit dem Forward Tilt rausgehauen. Maxi weiterhin nur unten auf der Stage am Kämpfen. Man merkt auf jeden Fall, Maxi ist anscheinend nicht ganz so sicher in der Luft mit Ike. Aber er nutzt auf jeden Fall hier die Stage sehr gut aus. André schon wieder auf 90%. Schafft er das Comeback? André schafft es anscheinend nicht ganz so gut, sich gegen Maxi durchzusetzen. Also er kommt nicht ganz so gut damit klar, dass Maxi die ganze Zeit auf dem Boden ist und ihn immer wieder daran hindert zu landen. Und das war das letzte Leben. Maxi sehr gewinnt. Schön gespielt von Maxi. Und das ist der Gewinn für Maxi. Shake hands, fair play. Exakt. So, das war dann das erste Match. Okay, dann geht's jetzt auch direkt weiter ins nächste Match. Das ist jetzt zwischen Jannis und Maurice. Ich bitte die beiden jetzt, Jannis hier ihre Plätze mit Rob einzunehmen. Und Maurice auf Captain Falco unterwegs.
So, und da geht es auch schon los ins zweite Match. Rob gegen Captain Falcon, beziehungsweise Jannis gegen Maurice. Da bin ich jetzt echt sehr gespannt, wie die beiden da spielen werden. Ich habe noch nicht ganz so viel, noch nicht wirklich gesehen, wie die beiden spielen. Also ich weiß nicht genau, wie gut die in diesem Spiel sind. Wir werden es gleich erfahren. Maurice führt auf jeden Fall. Jannis versucht zurückzukämpfen. Was auch relativ gut klappt. Ja, beide jetzt bei ca. 50%, also es ist bisher relativ ausgeglichen. Aktuell ist Rob ein bisschen weiter vorne. Der Side Smash sitzt auf jeden Fall von Jannis. Oh, der Falcon Punch hat leider nicht getroffen. Sehr schade. Und der Falcon Punch sitzt und es ist direkt unfassbar. Maurice führt damit. Das ist auch das Schöne an Captain Falcon, dass man halt, wenn man den Falcon Punch trifft, dann ist es halt einfach immer ein sehr schöner Moment. Und fast hätte er wieder gesessen. Aber Jannis gibt natürlich noch nicht auf. Und versucht sich jetzt den ersten Stock von Maurice zu holen. Der hat leider wieder knapp verfehlt. Da schöner Side Smash von Rob, aber hat leider nicht ganz gereicht, um Captain Falcon rauszuhauen. Merkt auf jeden Fall, beide sind. Verfehlen sich häufig. Da hat Captain Falcon es nicht ganz geschafft, wieder zurück auf die Stage zu kommen. Ja, der Smash war in die falsche Richtung. Damit jetzt beide auf zwei Stocks und das war sehr knapp. Jannis jetzt aber wieder mit deutlich mehr Prozenten. Und der erneut versucht, den Falcon Punch zu treffen. Merkt auf jeden Fall, Maurice mag es auf jeden Fall mit dem Side-B von Captain Falcon immer wieder ranzukommen an Rob. Und das funktioniert bisher auch eigentlich relativ gut. Da wurde der Falcon Punch unterbrochen. Das war nicht schlecht. Jannis hat es dann nicht geschafft, wieder auf die Stage zurückzukommen. Sehr schade. Da haben wir wieder 2-1 für Maurice und die erneute Führung. Gucken, ob Rob sich da noch wieder zurückkämpfen kann oder ob das vielleicht schon sein Aus ist. Boah, der hat leider nicht getroffen, der Falcon Punch. Dafür hat der und aber. Der sitzt. Aber Jannis kann sich recovern. Der sitzt sehr gut. Also man merkt, Rob schafft es irgendwie nicht ganz, Captain Falcon da rauszuhauen. Er hat irgendwie nicht ganz die Antworten heute. Da wollte er wieder den Falcon Punch probieren. Das wäre der sichere Finish gewesen. Wurde aber von Rob abgebrochen. Merkt auf jeden Fall, Maurice hat in dem Fall jetzt auch auf jeden Fall den Vorteil auf der Stage. Und das war's mit dem Game. Das Falcon Knee beendet es. 2-0 für Maurice. Und auch dieses Mal Shake Hands, Fair Play. Sehr schön. So, im nächsten Match das nächste Match ist Freddy gegen Dustin. Einer der Kommentatoren wird dieses Mal spielen. Genau, dafür übernimmt jetzt Janko kurz meine Kommentatorenrolle. Ja, guten Tag, ich bin jetzt der Ersatz. Der Ersatz ist da, genau. So, beide Spieler haben die Charaktere ausgewählt und es kann starten. Auf ins dritte Match. Und Dustin ist mit dem neuen Charakter am Start. Genau. Beide. Es kann sehr interessant werden, denke ich. Definitiv, ja. Wie viele Fire Emblem-Charakter bisher? Da haben sich ja sehr viele Leute darüber gefreut, dass es einen weiteren Fire Emblem-Charakter in dem Spiel gab. Ja. So. Das Ding ist auch, man hat auch noch nicht viel gesehen von Violet, deswegen bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, was das Leute macht. Dustin sich jetzt mit dir schlägt. Das ist noch auf jeden Fall. Oh, man sieht's auch. Ein sehr erfahrener Spieler in Smash. Hat er bisher kaum Prozente bekommen. Da ist die Frage, ob Freddy damit klarkommt. Da hat Dustin das Shield gebreakt. Das ist das, was man vielleicht nicht über Beile weiß, aber
den YouTube, wenn das aufgeladen ist, dann ist es auf jeden Fall ein Shield Break. Das muss man immer im Kopf behalten, da kann man sich schwer gegen wehren. Deswegen sollte man gucken, dass man dem Schuss auch ausweicht und nicht... Und dann nicht sein Shield hat, ja. Und wieder, da hat er probiert auszuweichen, hat aber nicht ganz funktioniert. Also man sieht es auch an den Prozenten, Dustin ist sich sehr sicher aktuell, auch sehr dominant. Er lässt Freddy nicht ganz so viele Chancen, nicht wirklich viele Chancen. Ja. Freddy ist auch schon bei 100% und einem Leben weniger. Man sieht auch immer wieder schön, wie Dustin da probiert mit dem Up-B Freddy in der Luft zu treffen, weil er dadurch sich an ihn ranzieht und nochmal einen extra Sprung bekommt, was auf jeden Fall eine sehr interessante Mechanik ist von Byleth. Bin ich auch sehr gespannt, was Dustin vielleicht noch in diesem Match damit machen wird. Oder im Laufe des Turniers. Da schafft Dustin es ganz entspannt zu recovern. Und das war's auch schon fast für Rob. Da ist er schon fast rausgeflogen. Konnte er sich noch gerade so retten. Man merkt, Dustin will gerne die Leute mit seinem Upbeat treffen. Hat's bisher noch nicht ganz hinbekommen. Ja, es wirkt so, als fände Freddy keine Antwort auf den Spielstil von Dustin. Oh, und das ist der Finisher mit dem Up-Smash. Sehr schön gemacht. 3-1 liegt Dustin jetzt vorne in Leben. Schafft Freddy da nochmal einen Stock zu holen oder vielleicht sogar noch das ganze Game? Aktuell sieht es eher schlecht aus für ihn. Haben wir jetzt auch gerade nochmal ganz schön gesehen, was man mit dem Up-B erreichen kann. Da sieht man es wieder. Ja. Und das sieht nicht gut aus für Freddy. Jetzt hat er ihn aber offstage, mal gucken, ob das reicht. Ah, er scheint wieder, er konnte ganz sicher wieder zurückkommen. Kriegt er noch das Leben von Dustin, bevor er stirbt? Ah, das sieht nicht ganz gut aus, mal gucken, ob Dustin da jetzt irgendwas hinkriegt offstage. Da hat er in der Luft schön ausgewichen. Oh, ist das vielleicht das eine Leben, was Dustin noch abgezogen bekommt? Eine starke Attacke von beiden und der Gegner ist raus. Großer Unterschied ist natürlich, dass es für Dustin den Sieg bedeutet, wenn er ihn raushaut, und das hat er jetzt geschafft. Sehr schönes Match, sehr dominant von Dustin gespielt. Handshake. Ja, auch hier. Handshake, Fair Play. Sehr schön. Und ich gebe dann wieder an Dustin. So, im nächsten Match spielen jetzt Janko gegen Keno. Ja, gegen Keno. Es tut mir leid, Keno. Und Dustin ist jetzt wieder zurück, wie eben auch schon angesprochen. Genau. Natürlich ganz glücklich über meinen Sieg. Aber jetzt erstmal Janko mit Corrin und Keno mit Luigi. Beide, glaube ich, auch relativ erfahrene Spieler in dem Spiel. Darum bin ich sehr gespannt, wie die jetzt gegeneinander spielen. Ein ganz guter Start von Luigi Keno bisher. Janko aber natürlich mit seinem absoluten Main unterwegs, ja, wie wir ihn bisher kennengelernt haben. Natürlich auch passende Stage hier eigentlich für Keno. Er fühlt sich eigentlich wie zu Hause, mal gucken, ob er den Heimvorteil nutzen kann. Hat er jetzt eben gerade eine Grab-Combo probiert, hat sie aber nicht ganz durchziehen können. Der Upsmash sitzt auf jeden Fall. Und Keno ist da jetzt auch schon, ja, da ist er jetzt raus, wollte ich gerade sagen. Und fliegt genau in den Side Smash rein. Gut predicted von Janko. Aber Janko auch mit sehr hohen Prozenten am Start, also er könnte jetzt auch in nächster Zeit bald rausfliegen, das ist auf jeden Fall... Oh, da ist Keno fast gestorben, da er den Dodge genutzt hat. Keno beweist sich bisher mit seinen guten Ausweichfähigkeiten. Man merkt auch auf Mario 5 auch das Down Air von Luigi Mario 5 sehr gerne. Oh, da wehrt er auf jeden Fall den Schuss von Janko ab.
wieder die erneuten Upsmash von Janko. Auch interessant gerade von Janko, dass er auch da sein Side-B auch abgewehrt hat. Und das war das erste Leben für Janko. Noch relativ ausgeglichen, Keno mit nur 37%. Merkt auf jeden Fall, dass die beiden auf jeden Fall auf einem ähnlichen Skill-Level sind. Das ist immer sehr schön zu sehen. Janko versucht's mit dem Upsmash, trifft hier nicht. Und immer wieder die erneuten Versuche, den Upsmash zu treffen. Keno wieder genau in den Upsmash reingekommen. Oh, und da kommt Janko mit dem Konter. Sehr schön gemacht. Und das ist natürlich das 1-2 für Janko. Janko hat hier während des Stocks keinen einzigen Trefferpunkt Schaden genommen. Akino auf jeden Fall immer wieder mit seinen, mit den Grabs. Guter Ansatz zur Zero-to-Death-Kombo von Luigi. Damit auch ganze 42% rausgeholt. Also etwas, was man sagen muss, dass Luigi im Allgemeinen auch sehr gerne mit seinem Grab arbeitet. Das macht Keno hier an der Stelle auch sehr gerne. Oh ja, probiert Janko den Upsmash aufzuladen. Aber Keno reicht natürlich aus. Oh, und mit dem Up-B finisht Janko das Match. Wow, sehr schönes Match. 2-0 in Stocks ausgegangen. Sehr interessantes Match. So, und dann geht's auch gleich weiter ins nächste Match. Finn gegen Yeno. Beide Spieler, die ich persönlich noch nie Smash spielen sehen habe. Ja. Deswegen sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird. Zwei pinke Leute auch, das ist auch sehr interessant. So, und da geht's jetzt los. Das ist mittlerweile fünfte Match, glaube ich, müsste es sein. Ich bin gespannt. Ohne Spot-Match, ja. Ja. Kein schlechter Anfang von Finn. Yeno wirkt noch etwas unverholfen. Aber kämpft sich gut zurück. Lucario wird natürlich stärker, sobald er mehr Prozente bekommt. Muss man wissen. Ich glaube, es geht bis zu 120%. Ich glaube, dann hört er auf, stärker zu werden. Das macht es natürlich für Kirby nicht unbedingt leichter, wenn dann Lucario offen bei hohen Prozenten ist. Die Comeback-Möglichkeit ist gegeben. Merkt auch, beide nutzen sehr gerne die Plattform und sind sehr gerne in der Luft. Arbeiten auch gerne mit Aerials. Ja. Also vom Boden halten sie sich eher fern, soweit es geht. Oh. Oh, und das war der erste Stock von Yeno. Da hat er es leider nicht ganz geschafft, wieder zu recovern. Jetzt Finn mit nur 50% und einem Stock vorne. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start für ihn. Aber rennt direkt in den Side Smash rein. Aber... Oh, da probiert er was mit dem Hanna zu machen, aber... kann deshalb nicht wieder auf die Plattform zurückkommen. Damit wieder ziemlich ausgeglichen, 2-2. Ja, beide bei ca. 0%, das ist quasi wieder ein Neustart. Beide weiterhin mit ihrem Spielstil, der sich sehr viel in der Luft abspielt. Was sehr interessant ist, weil bei den Matches vorher war es häufig auch so, dass das Match sich sehr viel auf dem Boden abgespielt hat. Das ist jetzt hier auf jeden Fall ein Unterschied. Und Yeno schafft die Recovery noch. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen. Der Upsmash. Der hat auf jeden Fall gesessen. Aber beide weiterhin sehr ausgeglichen von den Prozenten, ja. Also da ist auf jeden Fall noch lange nichts entschieden. Oh. Okay, Finn schafft es ganz sicher wieder zurückzukommen. Und der Konter sorgt für das 2-1 für Yeno. Sehr schön reagiert. Und weiterhin mit 66% hat er natürlich den Vorteil durch Lucarios Passive, dass er jetzt stärker ist.
Mal sehen, wie viel Prozent er machen kann, bevor er den Stock verliert. Der Side Smash sitzt ebenfalls. Und Finn jetzt schon wieder auf 60%. Sieht sehr gut aus für Yano. Er scheint sich doch echt sehr wohl zu fühlen zu Lucario, was das angeht in dem Matchup. Das Down Air sitzt ebenfalls. Ah, da hat Kirby nochmal zurückgeschlagen. Jetzt Lucario auf in seiner höchsten Form. Jetzt machen seine Smash-Attacken noch mehr Schaden. Aber gleichzeitig ist er natürlich auch sehr anfällig dafür rauszufliegen. Also die nächste starke Attacke ist auf jeden Fall das Ende für Lucario, für Yano. Aber auch seine Sprünge werden dadurch natürlich weiter. Ja. Genauso wie auch seine ganzen Attacken. Und das ist das Ende. Aber das war's. 1:1, aber natürlich Finn mit deutlich höherer Prozentzahl. Schafft Finn dann noch das Comeback? Dadurch, dass Lucario jetzt wieder bei 0% ist, ist es natürlich wieder ein bisschen schwächer. Das heißt, Finn hat da auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, nochmal ein bisschen zurückzukommen. Das war sein Abi und hätte er sich damit von der Stage gehauen, wäre es auf jeden Fall zu Ende gewesen. Das war sehr riskant, ja. ...126%, was für Kirby schon echt viel ist. Kirby ist ja einer der leichtesten Charaktere im ganzen Spiel, das heißt, er fliegt sehr früh raus. Oh, das war schon fast das Ende. Aber noch lebt Kirby. 150%. Er ist wirklich ein Überlebenskünstler. Und er schlägt nochmal zurück mit dem Hammer. Aber so ganz schafft er es nicht, da zurückzukommen. Also mit 40% ist Lucario da nicht wirklich gefährdet, da rauszufliegen. Und es ist immer weiterhin nur noch eine starke Attacke, die da fehlt, um Kirby rauszuhauen. Das wäre es fast gewesen mit dem Up-Smash. Aber Finn hält sich hier noch gut drinne. Lucario inzwischen auch bei 70%. Dass der Comeback wird? Nein. Oh. Und das war's. Direkt in den Side-Smash rein. Aber auf jeden Fall von beiden sehr gut gespielt und spannendes Match. Definitiv. So, im nächsten Match spielt jetzt Basti gegen Robin. Und für Basti springt jetzt in dem Fall Keno ein als Co-Kommentator. Ja, moin. Jetzt hier der kleine Ersatz für Basti. Basti spielt hier ebenfalls mit seinem Main, Dunkle Samus. Und Robin mit Rob, den wir bisher auch schon im Turnier gesehen haben. Mal sehen, ob es bei Robin besser klappt. So, und da geht's auch schon los. Ja, aus Erfahrung kann ich sagen, dass Basti eine sehr starke Dunkle Samus spielt. Also, es wird auf jeden Fall nicht leicht für Robin hier. Ja, vor allem die Projectiles machen sie halt unglaublich stark. Und Basti weiß, diese auch sehr gut einzusetzen. Aber bisher führt Robin. Sehr ausgeglichen aus. Und das war der erste Stock. Der Block von dem Projectile raubt hier Basti seinen ersten Stock. Also, das war auf jeden Fall ein richtig schöner Move. Und Basti hier jetzt in Zugzwang mit einem Stock weniger. Ja, und Robin nachzulassen. Kann sich nicht mehr recovern, wieder damit wieder ausgeglichen. Basti startet hier direkt mit einem Projectile. 30% wieder für Robin. Basti natürlich wieder ganz leicht vorne, aber wenn jetzt nochmal so eine Kombo kommt von Robin wie eben, dann ist es natürlich wieder ausgeglichen. Also sehr spannend hier. Oh. Und das Recovern klappt wieder nicht. Ärgerlich, damit 2:1 für Basti und nur 17%.
Basti versucht es wieder mit dem Projectile. Sitzt diesmal leider nicht. Robin blockt gut. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus für Robin. Kann seinen vorherigen Fortschritt nicht wieder ausbauen. Wieder der Grab. Und für Robin sieht es inzwischen echt nicht mehr gut aus. 90%. Und Basti weiß natürlich, wie er damit umgehen muss. Er wartet jetzt nur auf den richtigen Moment, den Smash zu setzen. Und damit das Smash zu beenden. Rob hier mit 125% noch ein Treffer und der ist raus. Ja. Oh. Er ist ja nicht raus. Guter Versuch mit dem Projector nachzusetzen und die Rakete sitzt tatsächlich. Beide haben seit langer Zeit keinen Angriff mehr getroffen. Basti wartet und der Side-Smash haut Robin raus. 2-0 für Basti. Aber auch sehr schönes Match. Auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich gebe jetzt wieder ab an Basti. Und bisher, glaube ich, der beste Play des Turniers geht hier auf jeden Fall an Robin. Ja, definitiv. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Das war ein sehr starker Move. So, da geht es jetzt auch direkt weiter in die nächste Begegnung. Das ist jetzt die letzte der ersten Runde. Das ist richtig. Und hier treffen Ole. Hier trifft Ole auf Jannis. Auch diese beiden habe ich noch nie Smash spielen sehen. Ja. Dementsprechend wieder sehr gespannt, wie das hier enden wird. Yoshi und Donkey Kong auch zwei Charaktere, die ich auch relativ selten sehe. Ich bin auch gespannt, wie die jetzt hier gespielt werden. Bisher beide noch keine richtigen Treffer gelandet. Beide eher so ein bisschen zurückhaltend, aber Yoshi ist dann ein bisschen offensiver. Donkey Kong jetzt mit dem ersten Side Smash, der sitzt auf jeden Fall. Oh, da holt ihn mit dem Abbi. Haut ihn nicht von der Stage, das war sehr glücklich. Ja, Yoshi ist auf jeden Fall auch schon bei 100% circa. Das ist auf jeden Fall einiges. Mal sehen, ob er sich dann noch lange halten kann. Man merkt, Jannis kommt aktuell noch nicht ganz klar auf den Donkey Kong und das ist auch jetzt das erste Leben, was er da verliert. Donkey Kong nur mit 35% und der hält teilweise bis zu 200 aus. Ja, Donkey Kong ist ein sehr schwerer Charakter, der kann sich sehr lange halten. Und hat da gleichzeitig auch sehr starke Attacken, wodurch auch Yoshi sehr früh auch raushauen kann. Das wird auf jeden Fall schwer für Yoshi. Und wieder fast mit dem Upbeat von der Sage. Man merkt immer, dass er sehr gerne mit dem Abi hier angreift. Yoshi kämpft sich hier auf jeden Fall zurück. Donkey Kong bei 80%. Oh, das ist sehr schön nochmal dem Side-Smash ausgewichen. Aber konnte selber kaum Prozente rausholen. Yoshi jetzt hier klar am Dominieren, aber Donkey jetzt Kong schlägt weiterhin zurück. Donkey Kong kommt jetzt auch so langsam auf die Prozentzahl, wo es auch gefährlich wird für ihn. Mal sehen, ob Yoshi das jetzt mal hinbekommt, ihn rauszuhauen. Oh, ein sehr hoher Upsmash. Das war offenbar sehr gefährlich auch für Yoshi. Hat er ihn auf Stage, aber er kommt ganz sicher wieder zurück. Der Back Air. Und man merkt, obwohl Donkey Kong so viele Prozente hat, schafft Yoshi es irgendwie nicht ganz, diesen einen letzten Hit zu setzen. Wodurch Donkey Kong jetzt immer mehr Prozent jetzt auf Yoshi weiterhin aufbauen kann. Und sich somit einen sehr großen Vorteil erarbeitet. Yoshi traut sich auch nicht ganz daran zu gehen. Und jetzt hat er ihn rausgehauen. Sehr schön. Aber Yoshi jetzt natürlich mit 100% noch. Leichtes Ziel für Donkey Kong. Also Ole hier noch weiterhin in Führung.
Wirklich von Yoshi. Er wieder reicht nicht, aber. Und er schafft es nicht mehr, sich zu recovern. Ich glaube, da hat er auch seinen Sprung schon genutzt. Da ist, danach hat Yoshi kaum noch Möglichkeiten. Das ist sehr schade für ihn. Ola ist jetzt mit 2:1 Stocks in Führung. Und auch noch bei weniger Prozenten. Merke auf jeden Fall, Yannis ist hier sehr bemüht, immer wieder Donkey Kongs Angriffen auszuweichen. Schafft er auch relativ gut, aber trotzdem hat Donkey Kong halt so starke Angriffe, dass einzelne Treffer schon sehr, sehr viel Schaden machen können. Yoshi kommt jetzt mit 75% auch so langsam wieder in den Bereich, wo er auch so langsam rausgehauen werden kann von Donkey Kong. Und Donkey Kong selber ist noch bei 26% mit 2 Stocks, das heißt, Yoshi muss da noch einiges machen, wenn er da noch ein Comeback starten will. Donkey Kong landet hier keinen wirklichen Hit. Und da ist der erste, 91% für Yoshi. Reicht der nächste vielleicht schon zum Sieg für Ole? Das könnte definitiv reichen, wenn der richtige trifft. Der probiert es dann mit dem Forward Smash. Das ist eine gute Option. Aber er trifft sie nicht ganz. Donkey Kong inzwischen auch wieder bei 108%. Aber Yoshi bei 140. Ja, Yoshi lebt auf einmal relativ gefährlich. Also die meisten Sachen, die Donkey Kong jetzt als nächstes macht, könnten ihn raushauen und das ist das Ende für ihn. Dadurch hat jetzt Ole gewonnen. Aber 2:0 für Ole. So, das war's mit der ersten Runde vom Turnier.